Ja, was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction von mir und somit auch zur letzten für die nächsten, ja, ich würde mal sagen, 11 Tage oder so. Ich bin erst in 10, 11 Tagen ungefähr wieder zurück. Ich fliege morgen früh, also in weniger als 12 Stunden, ja. Ich bin auch richtig am Arsch, Digga. Ich bin seit gestern nur am Sachen vorbereiten, hier, dies und das mit Frau, ja, das fehlt. Ich muss noch Koffer packen, das machen, ich kann nicht mehr. Verzeiht mir, es werden auf jeden Fall keine Reactions mehr kommen. Ich brauche ein bisschen Urlaub, ich muss mich erholen. Ich brauche Sonne, ich brauche Strand. Ich hoffe, ihr hattet alle auch einen schönen Urlaub, schöne Sommerferien, ja, mit eurer Familie, mit euren Ängsten. In dem Sinne, wir reagieren auf Tom's Dream. Machst du Liebe mit Fans? Street Comedy auf Bots Event. Okay, dann würde ich mal sagen, let's go. Freunde, willkommen zu dem Video! Wie gefällt euch meine Brille bald im Shop erhält? Ich wollte gerade sagen, was sind das für krass durchsichtige Gläser, Digga? Und damit, Leute, würde ich sagen, wir starten rein. Geiles Video, Junge. Es geht heute mal auf dem Feld hier. Guck dir das an, Digga. Alles sind wegen mir hier. Ah! Schämst du dich nicht? Was ist das denn für eine Missgeburt? Egal, ich würde sagen, deswegen starten wir direkt rein ins Video. Let's go! Da fällt halt so ein Bein, krass. Ach, Alter, ich spür gar nichts an meinem Hinterkopf. Wir machen fast as fuck. Ich war ja unten in Stuttgart gewesen, Digga. Lanz. Welcome to the Swinger Club, guys. Here we go again. It's the football. And I got with my partner here right to my right. Wie ist es eigentlich, wenn sich mehr Partnerinnen auf diesem Event befinden, die man sexuell begattet hat? Das ist der Nachwuchs, Digga, der unangenehmen Fragen. Wie oft wurde dein Arsch doch schon geleckt? Woran hat es... Ach, das ist dieses Mädchen, ne? Ich sehe das mal auf TikTok, Digga. Boah, die stellt einfach die unangenehmsten Fragen, yo. Gelegen, frage ich mich. Wieso haben wir verloren? Da fragt man sich, woran das gelegen hat. Wie oft wurde dein Arsch geleckt? Mein Hamster macht das jedes Wochenende. Ich bin so enttäuscht. Du kleines Kind. Ey, du bist so kacke, Digga. Du hast mich nicht eingeladen. Seven in a row. Du hast doch Staffel 2 schon alleine gemacht. Na? Ja. Ich hätte es trotzdem nochmal gerne bewiesen, dass ich das auch mit echten Regeln kann. Was ist die Frage des heutigen Videos? Worum geht eigentlich Leute? Gar nichts. Gar nichts. Eigentlich nur die abzufacken, die mich nicht einladen zu geilen Events. Ich sehe dich aber auch mal im Boxring oder so. Ja, mir wurde auch eine Anfrage gestellt von Breitenberg. Hab ich auch keinen Bock. Da würde ich mal sehen. Ja? Würde ich mir angucken. Wir beide. Sag mal so. Die Lena. Ja, was? Nee, ich schlag ja, was? Ich schlag keine Frauen. Einmal. Ayo! Zeig nochmal. Zeig mal mit dir. Oh. Nee. Digga, das ist aber nicht echt. Ah, das ist nur tot. Das ist aber nicht echt. Ja, das ist egal. Nee, das ist dieses Synthol. Ja, noch nicht zu 100% was gespritzt. 100% nicht. Gehst du mit den Frauen? 100% gespritzt. Freundin ist da hinten, läuft gut. Die Freundin vom Pöhle! Die ist so muskelnipp, bam! Fass mal an. Ja, genau, da ist nämlich ganz schön viel da. Wie ist es denn beim Pöhle? Man sagt ja, Stoffe haben einen kleinen Jalli. Zum Glück ist Paul natural. Natural bestimmt, ne? Unter anderem auch, ja? Wie groß? Nee! Letztes Mal. Also bei mir sind es knappe 20. Im Schlaf. Lüge. Kannst du es handeln? Easy. Ja, hi, was sind denn so ihre Eigenschaften? Was können sie gut? Ja, easy. 20 Cent. Dich ohne Maske gesehen. Ingo. Laufen. Morgens mit Bus. Zeig mal Gesicht. Wie alt sind sie? Wie alt bin ich? Ich sag immer 45. Und wie ist es mit den Groupies? Haben die Bock auf dich? Groupies haben gar keinen Bock auf mich, weil ich halt eine Ente bin. Wenn ihr mal wollt, kommt vorbei. Ich hab noch nie einen Groupie. Was hältst du von Schwänzen in die Höhe? Ja, mach ich gerne, aber wie gesagt, ohne Groupie hilft ja nicht. Digga, du warst doch mit dieser einen zusammen in BTN, ne? Na, also Rolle Kim oder Natalie? Du Nathalie. Warst mit Kim zusammen und dann hast du mit so einer anderen einfach ein Kind gebärt, oder? Auch vom Militär genau. Und das, aber die ist ja jetzt wirklich, also ich bin ja wirklich Vater jetzt, seit 5 Jahren schon. Seid ihr noch zusammen? Ja. Ja? Nein. Oh mein Gott, ich habe mittlerweile eigentlich fast so eine eigene Freundin. Du hast nochmal eine neue Freundin jetzt? Ja, Bruder. Ich bin jetzt hier durch, ich komme da nicht mehr mit. Auch vom Benin Tag noch? Nein, nein. Haare sind neu, ne? Sieht scheiße aus, ne? Und wie geht's? 18. Ach, ist das nicht die Ex von Rohat? Ich sehe immer diese ganzen Clips, Digga, zwischen den beiden. Ich hab das nie gecheckt. Endlich mal? Nee, immer noch nicht. Digga, das geht, Junge, mit 17. Wisst ihr, was ich mit 17 gemacht hab? Gar nicht. Bist du überhaupt in der Schule noch? Nee. Ich bin schon seit 2 Jahren nicht mehr in der Schule. Ja, und neuer Freund hier schon. Mit 15 Schule abgeholt, läuft. Gesucht? Hör doch mal auf. Und wer ist am hottesten hier? Sag mal. Dein Vater.
Mein Vater. Mein Vater heißt Bernd. Bernd ist ein Ehrenmann. Das, warte mal, was hat er mal gesagt? Monte, wo bleibst du? Wir warten hier die ganze Zeit auf dich. Wo bleibst du? Hast du mal was Neues hier ausgedacht oder ist das so ein One-Hit-Wonder? Ich mache ja Umfragen, ne? Straßenumfragen. Ja, geil. Und mach mal, komm. Mach mit mir. Bodycount. Drei. Drei. Meine eins. Also ich weiß ja nicht, ich sag ja alles schön und gut, wenn man das in der Türkei macht, aber Digga, sieht halt scheiße aus. Ja, du bist ein Süßer, ich mag dich sehr gerne. Na, ist cool, Leute. Die wissen aus wie Firmino, Digga. Und mit den Frauen, wie läuft's? Letztes Mal mein erstes Mal gehabt, ne? Letztes Mal mein erstes Mal gehabt. Alter, bist du geil. Alter, bist du geil. Wow. Einer ist der hübscheste Mann in Deutschland. Der andere... Kenn ich nicht. ...ist der Bachelor gewesen. Ach, Bachelor. So sieht's aus, liebe Freunde. Wie ist das so? Hast du danach die Möglichkeit gehabt, viele Frauen abzulecken? Ich sag mal so, abzulecken ist das falsche Wort, aber ich habe die Möglichkeit gehabt, sicherlich mit der einen oder anderen Dame mich zu vergnügen. Hast du es gemacht? Hab ich, teilweise gemacht. Bist du noch zusammen mit der Dame? Das ist die Auserwählte. Hallo? Ja. Ist immer noch. Ich frage mich bis heute, wollen die Frauen wirklich so einen kennenlernen? Weil da streiten sich ja irgendwie 20 Frauen für einen Mann, was ich nicht verstehen kann. Oder kriegen die Frauen dafür richtig viel Kohle, damit die sich ja so verkaufen und so tun, als wenn die jetzt irgendwie einen Mann haben wollen? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Noch wie am Tag 1? Nein. Wie lange ist das jetzt schon her? Über anderthalb Jahre. Ich glaube, ihr seid die Einzigen, wo es noch hält, oder? Ja. Nochmal ein Küsschen. Ja? Die Liebe. Alles gut. Fußballprofi. Das war der Job, den ich immer haben wollte früher. Es hat nicht gereicht. Wie viel verdienst du? Ein bisschen viel, ja. Einiges, ja. Warte mal, wo spielst du jetzt? Wo sind deine Gläser? Das ist gegen Schienen, Bruder. Weil wenn ich die runternehme, dann ist es so, Digga. Wo spielst du jetzt? Ich bin ja jetzt immer noch bei Leipzig. Leipzig. Ah, okay. Boah, du hast Dings gewonnen, ne? Ich war im Stadion gewesen. Geil. Krass, krass, krass. Bei PSG warst du auch, oder? Der hatte, glaube ich, den Neymar verwechselt. Hä? Ne? Ich? Oh mein Gott. Du bist mein Kindheitscrush. Ich war verliebt damals. Wie hieß sie nochmal? Lena... Heidi, Marie, wie hieß sie? Lena, ne? Ja. Sex Topmodel, ich war so verliebt in dich. Wirklich? Und dann hast du irgendwann einen Mann gehabt und dann war ich... Oh, komm her. Oh Gott. Oh Gott. Nein, du bist aber verliebt, also noch. Ich bin noch verliebt, ja. Und was war dein Typ, Mann, so? Ich glaube, der ist so nervös, der weiß, was er sagen soll. Du bist noch verliebt. Mein Typ, Mann? Ja. Fast so wie du. Oh mein Gott. Fimmelpim. Dorfkinder, es ist deine Stadt. Louis V ist krass, wenn man sonst nichts. Willst du mal berühren? Steht das drauf, was drin ist? Nee, nee. Wie hoch ist der Body Count? Das ist natürlich eine private Information. Ja. Warum fragst du so diskret? Nee, du fragst ja nicht ohne Grund, deswegen fragst du so indiskret. Ich liebe so Leute, die so reden wie er. Du merkst richtig, der ist richtig atmen und richtig schlau am Studieren so. Ich liebe das, wenn Leute so reden, ehrlich jetzt. Ah, die Verwirrungstaktik eines BWL-Studenten. Ah, der ist sogar Student, oder was? Moin, moin. 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 Nochmal einen rein hier. Sascha ist echt so ein Typ, Digga. Ich war in Stuttgart gewesen, der wollte die ganze Zeit nur mit mir kämpfen. Ja, lass doch mal kämpfen. Zu meiner Hälfte mit der Wahnsinn, Leute. Ich sag's euch, ich bin gerade wirklich richtig cool, was am Start wieder bin. Jetzt schauspielert er noch das. Drei Tage auf Ibiza wird das die Realität sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Das Wetter heute leicht bewölkt. Fegt euch ins Knie. Bist du ein Nikattel? Nikatte. Bist du mit Momo Shahine zusammen jetzt? Oh mein Gott. Ich habe gesehen, ihr seid in so TikToks immer wapapa lalala. Und du warst in seinem Dings drin gewesen, in diesem Song. Ja, habt also. Habt ihr euch da geküsst? Nein. Findest du ihn hübsch? Attraktiv, ja. Kein Mann fürs... Wie man's nimmt. Bring mir was bei. Tanz. Oh mein Gott, ich bin überfordert. Ja, genau. Komm. Ich hab keine Ahnung. Die TikToker sind richtig gut in der Content Creator. Mario. Zeig mal der Fico. Deine Live-Auftritte sind immer krass. Ausgebucht. Groupies dabei? Oder ist das eine Brille? Ja, ist es. Wie ist es, wenn man so eine riesen Crowd vor sich hat und alle singen mit? Verdient man so auf so einer Tour? Soll ich ehrlich sein? Ja. Ich schwör's dir, man geht bei so einer Tour eigentlich sogar... Mit Minus raus, logisch, ne? Ja, yeah. Leute, eigentlich wurde ich rausgeworfen aus den Katakomben, aber dick... Ach, krass. Ja, hier ist F2 Freestyler. Eieiei, ich komme ja gar nicht klar. Jamal Lynch. Bruder, you are the best. Krass, Digga. The Freestyler in the world, man. No. Give him the ball. One trick I love, but I never did it. Make this, ne? Ach, Micha Sauber. Then make bam, 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 you know? It's like from Tuzani, the trick.
but I can't do it. Oh mein Gott! Alter, ich hab's zum... Digga, first try, Digga! I swear, I never did it again. Alter! Ey, scheiß drauf, ich hab's geschafft! Ich schwör dir! I perform under pressure. Do it! Give him! Bro, I have a three-viertel leg. Das ist voll heftig, was du meinst. Die Warmacht-Ding. So, erstmal hier die Dividende gecheckt. Hat Herr Anwalt Groupies? Ich hoffe nicht. Hast du schon mal mit einem Fan Jiggy-Wiggy? Ich hoffe nicht. Hast du eine Frau? Weiß ich nicht. Kann sein. Kann auch sein, weiß ich nicht. Ach komm, Anwalt. Der hat auf TikTok hat er schon die eine oder andere Dame weggeluschert. Oh. Mach mal diesen Blick. Was für ein Blick? Diesen charmanten Blick, Digga. Ich mach den mal mit Lippe so. Ich mach nichts mit dem. Den mach ich, ne? Ich mach nichts mit der Lippe. Schon mal eine Fangirl weggecreepied? Auf gar keinen Fall. Are you the dancer? You are the dancers. Habt ihr schon mal einen Groupie weggejickst? Ey. Digga, ich hab gesehen, du hast einen richtig hübsch jetzt bei TikTok immer am Start, ne? Das ist eine Freundin. Was für eine Freundin? Eine Freundin halt. Hast du dich schon mal gedingst? Nein. Seid doch mal ehrlich. Nein. 010. Ey, ich stell aber auch Fragen, ne? 99. Ist die Family, hi. 2343. Kenn ich nicht. Schon mal ein Fangirl weggemacht. Mein größter Fan ist meine Freundin, aber die kannte mich schon, bevor ich Musik gemacht habe. Also wow, ja. Das ist das Schönste. Wenn das alles... Ach, der macht Musik? Flippt, die Frau nicht mehr da ist und dann Groupies, ja oder nein? Nee, weil das ist unbelohnt, weißt du? Da gibt's immer so ein Gefälle und die wollen ja nicht mich, sondern die wollen Paul 01099 und so. Also alles gut. Alles super. Bin nach Friese, Junge. Wer ist das denn, Digga? Ojojo. Hast du schon mal ein Groupie weggemacht? Nee, ich mach sowas nicht. Ich find sowas ehrenlos. An all diese dummen Rapper, die immer irgendwelche Groupies klären, ihr seid richtig unsichere Hunde, wirklich. Nein, Mann, so, ich hab Respekt. Ich find sowas irgendwie schwach. Wie soll ich sowas machen? Wenn ich Girls kennenlerne, dann lerne ich die for real kennen und nicht in so einer Situation. Find ich, aber es find ist mittlerweile echt schwierig, eine vielleicht kennenzulernen, die ich noch nicht kennt, oder? Ach nee, du, man sieht, du weißt ja gar nicht, wie er aussieht. Ah, Brain! Aber an alle, die zuschauen, ja? Irgendwelche Rappers, die irgendwelche Groupies wegmachen, unsicher. Ach, das ist dein Markenzeichen, oder was? Man, also diese Brille, man weiß nicht, wie der aussieht. Ihre Hunde. Schon mal ein Groupie ge... Ein was? Ein Groupie ge... Ich hab keine Fans. Wie viel Einwohner hat Deutschland? 30.000 so? Du hast Frankfurt einfach durchgespielt. Dankeschön, dankeschön. Ich gebe mein Bestes immer jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Hast du schon mal mit einem Groupie was gehabt? Groupie? Naja, jemand, der dich kennt, der so dachte, boah, die ist voll geil, ich will die gern küssen. Nee, ich halte mich zurück, so mäßig, und dann, der kommt, weißt du, was ich meine? Aber ich sag auch immer nein, und dann kommt auch nicht, weißt du, was ich meine? Wow, du bist wirklich hübsch. Danke. Ich hab dich bei diesem Mauri gesehen. Ja. Lief da was? Nee. Nicht? Wie habt ihr euch kennengelernt? Über Instagram. Ja, hat er dich angeschrieben? Ja. Der kleine Schlingel will ein bisschen Content machen. Hat dich schon mal jemand angeschrieben, der so sexy war, und hast du es dann ausgenutzt? Quasi, dass du einen Groupie verführt hast? Nee. Nicht? Nee. Allgemein nicht? Mm-mm. Wie heißt du noch? Insta? Elena vom ZBT. Abchecken, Leute. Eben, bisschen. Eyo. Einfach ein letzter. Nein, ich wollte dich fragen, ob du schon mal deinen Fame ausgenutzt hast bei der Frauenwahl. Ich bin seit 8,5 Jahren in einer Beziehung. Also aber vor lange... In einer Beziehung, aber nicht verheiratet, oder wie? Krass. Vor Twitch und YouTube. Das ist echt... Ah, das ist stabil, das ist stabil. Wenn du vor deiner, sag ich mal, Karriere als was auch immer, also kurz gesagt, bevor du berühmt wurdest, schon jemanden an deiner Seite hattest, das ist stabil, Digga. Dann weißt du auf jeden Fall, dass es hier richtig ist. Toll. Das kann ich dir nur empfehlen. Ja, aber es geht nicht mehr. Ja, du hast recht. Ja, scheiße für dich. Was machen wir da? Es ist scheiße für dich. Vielen Dank fürs Interview. Wir haben ein echter Millionär. Gar keinen Bock mehr. Vielen Dank fürs Interview. Ja, der. Jetzt mal eine Sache, die sagen mal voll viele. Wenn du mir eine Million gibst, das tut dir doch gar nicht weh. Eine Million für dich ist wie für mich 50 Euro, sagen wir mal. Ja, nimm doch Schmerzmittel. Dann tut dir das auch nicht weh, wenn du den nicht hast. Boah, der war gut, der war gut. Was ist der einfachste Weg für mich, Millionär zu werden? So Social Media ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Das ist ja die Zukunft. Ich glaube auch, Sachen zu machen, die Leute gut finden, indem du den Wert gibst. Also irgendwas Wertschaffendes. Alles kann Wert schaffen. Es kann auch was Lustiges Wert schaffen. Aber wenn du dem was beibringst, ist sogar noch besser. Was war das Teuerste, was du dir mal angeschafft hast? Ein Boot? Nee, das war ein Telefonat mit einem Berater. Und den habe ich ganz am Anfang 1% meiner Firma geschenkt. Wie viel sind 1% von? Ja, auf jeden Fall sehr viel Geld. Ich hätte ihm lieber 50.000 Euro pro Sekunde bezahlt fürs Gespräch. Der Mann hat abgenommen. Ey. Okay, er hustet, als wäre ich ein Hure. Wie viel überhaupt abgenommen? Ah, 50 Kilo jetzt insgesamt, Bruder. Aber ich bin auch wieder noch weiter am Durchziehen. Ende dieses Jahres, du siehst wieder einen neuen Marius. Vielleicht einen, wo du dich dann nicht ekelst, wenn er dich küsst. Du hast schon 50 abgenommen und... Einfach International Star. Krass.
More vlogs. More vlogs. Yo, how many subscribers, man? 11 million. Das sieht aus wie ein Löwelamm mit seinen Haaren, ich schwör's dir. You live in Dubai, right? Yeah. How much money you have? Not that much. What's the most expensive thing you bought? Property, I think, you know? I have a few. Nothing crazy. $1 million. $500,000. I have a few, yeah. Man. Do you? Ich kann leider kein Englisch. Er hat ein few. I have a few. View ist doch die Aussicht, hä? Ever had whip with a groupie? No. You know? That's how. Turbo, Bruder, der ist auch Saudi-Land. No. You never had a girl? Before, yeah. Before what? Fame? No, before, but we broke up. Von beiden gibt's einfach zwei in der Version. Crazy! Wow! Yeah. Was hat man für Vorteile, wenn man ein Zwilling ist? Wenn man geblitzt wird? Und wenn man einen Freund hat, dass beide... Nein. Vorteil als Zwingel, wenn der eine für euch hat, der andere nicht. Man kann auf jeden Fall abwechselnd Auto fahren, Digga. Das ist schon, ja, schlau. Hast du schon mal dein Fame ausgenutzt für Liebe? Mein Fame? Ja, dass du einen Mann ausgenutzt hast? Nein, ich glaube, wenn, dann werde ich ausgenutzt, oder? Heute bin ich nach Hause gegangen, habe ich mir die Haare gefärbt. Danach bin ich essen gegangen und dann war ich im Fitnessstudio. Geil. Und, hast du ein bisschen Gains gemacht? Ich habe 5 Minuten nur gespielt, ganz am Ende, weil es nicht so mein Ding ist, Fußball, aber es war geil, mega. Echt geil. Wie hast du deinen Freund kennengelernt? War das vor oder nach dem Fame? Vor den Ferien. Vor dem Fame? Ich habe Ferien verstanden. Ich dachte, es ging um die Schule. Wir haben uns in der Schule kennengelernt, als ich 12 war, also vor dem Fame. Da war ich doch nicht so super Fame. Warst du in der Schule auch schon Fame oder was? Also ich habe ja mit 11 angefangen. Super Fame, nicht böse gemeint, aber wer ist das denn? Auch, keine Ahnung. Streamerin oder was macht die? Mit 11! Und dann haben wir uns kennengelernt, getrennt, wieder zusammen, jetzt wieder zusammen. Denkst du, es hält, wenn man einmal auseinander war? Also, er war meine erste Liebe. Das findet manchmal wieder zusammen. Ich hab da gerade gesehen, was auf seinem Handy war, und zwar ein Fußballer. Ja. Zu den süß. Bist du Fußballer? Ja, Fußballer sind schon mehr meine Typen, ja. Echt jetzt? Mein Ex-Freund ist Fußballer. Alter, ich wusste's. Guck mal, wie cool. Krass, wer denn? Hast du schon mal dein Fame ausgenutzt, damit Männer dich kennenlernen? Oder nein. Steven Gretchen. Gretchen, geil. Ja, einige nennen mich Gretchen, andere nennen mich Städtchen. Aha. Mit dem Humor kommt man ins Fernsehen, oder wie? Ich wollte dich mal fragen, hast du schon mal dein Fame ausgenutzt in der Frauenwelt? Nein. Das Geile ist ja, dass mich alle immer verwechseln mit Olli Geissen, Jörg Pilawa und Johannes Bekerner. Insofern wird das ja sinnlos. Ich dachte gerade Bela Reti. Ja, Bela Reti auch vielleicht. Ja, wir haben das gleiche Doppelkind mittlerweile. Freunde, man kann es kaum glauben. Als ich mit YouTube begonnen habe, 8000 Abonnenten, habe ich diese Dame getroffen. In der Mall of Berlin. Es war so schön. Weißt du, was lustig ist? Wir haben uns beide entwickelt. Einer ist Supermodel geworden und der andere erfolgreicher YouTuber. Und ich bin das Model. Bruder, Esoterikprodukte? Yalla, goodbye. Ich bin Millionär dadurch geworden. Ich habe so viel verkauft. Hast du schon mal dein Fame ausgenutzt fürs? Nee, guck mal hier. Kleinzahnschelle der Welt. Ach krass, geheiratet oder verlobt? Welt? Vor 3 Wochen geheiratet. Seit 8. Stark. Gern zusammen. Was willst du machen? Ey! Ist das geil! Jubel! Alter. Okay, interessantes Video, würde ich mal sagen. Friends, das war's auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir sehen uns nach dem Urlaub wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.